Brustkrebs hat keine einzelne Ursache, das ist multifaktoriell. Man muss sich vorstellen, dass diese Drüsenläppchen, hier sieht man die einzelnen Zellen, stark vergrößert unter dem Mikroskop. Die bereiten sich jeden Monat bei einer Frau, die den Zyklus hat, auf eine Schwangerschaft vor und dann baut sich das wieder ab. Und da kann es Unfälle geben. Und so muss man sich vorstellen, dass ein Brustkrebs entsteht, der dann zuerst in den Gängen wächst und dann ins Gewebe auswächst. Risikofaktoren gibt es viele, die bekannt sind. Man kennt zum Beispiel die familiäre Ursache, wenn in der Verwandtschaft vor allem Mutter oder Schwester oder Großmutter Brustkrebs hat, dann ist das Risiko etwas erhöht. Es gibt aber auch viele, viele andere Risikofaktoren, zum Beispiel wenn jemand keine Kinder hat oder wenn man lange eine Hormonersatztherapie macht. Das sind so die Risikofaktoren. Das Brustkrebsrisiko minimieren heißt gesund leben, gesunde Ernährung, viel Ballaststoffe, wenig tierisches Fett, viel Sport. Man konnte auch nachweisen, dass Frauen, die Brustkrebs haben, dass die länger leben, wenn sie viel Sport machen. Und dann eben bei Risiko mit dem Spezialisten zu sprechen. Brustkrebs ist bei weitem die häufigste Erkrankung der Schweizer Frau, Krebserkrankung. Es sind über 5000 Neudiagnosen pro Jahr. Und damit wäre es ja sehr wichtig, Früherkennungsverfahren zu haben. Es gibt leider keine Verfahren, die den Brustkrebs entdecken, bevor er überhaupt auftritt. Aber es gibt zwei wichtige Früherkennungsverfahren, die den Krebs im frühen Stadium erkennen können. Einerseits die Selbstabtastung der Brust- und Achselhöhlen durch die Frau selbst und andererseits die Mammographie, das Röntgen der Brust, welches für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren für alle zwei Jahre empfohlen wird. Leider sind wir in der Schweiz hier noch nicht so weit. Wir könnten nämlich in der Schweiz pro Jahr über 100 Frauen das Leben retten, wenn eine geordnete Vorsorge stattfinden würde. Da sind Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien viel weiter. So schön es wäre, durch Blutentnahme allein kann man eigentlich keinen Brustkrebs finden. Es gibt Substanzen, die von Krebszellen ausgeschieden werden ins Blut und die im Blut gemessen werden können. Das sind sogenannte Tumormarker. Die Tumormarker sind kein Früherkennungswerkzeug, sondern die Tumormarker sind eine sehr sinnvolle Sache, wenn ein Tumor bei einer Patientin bekannt ist. Es ist also ein gutes Alarmsignal für die Patientin bei bekannten Tumoren. Ich denke, es gibt natürlich bei den jetzigen Untersuchungen Trends in der Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass die Empfindlichkeit der Mammographie verbessert wird, dass man also noch frühere Tumorstadien findet, vielleicht auch mit weniger Strahlenbelastung. Es ist ja eine Röntgenuntersuchung. Und im Laborbereich hoffen wir natürlich, dass wir Tumormarker finden, einmal, die quasi auch Vorstadien oder Frühstadien des Brustkrebses anzeigen, und zwar mit 100% Empfindlichkeit. Und somit kann man sicher Brustkrebs besser abklären als bis jetzt.